Willkommen zurück zu The Crew 2, jetzt in der Vollversion. Wer den Anfang nur nicht gesehen hat, es ist komplett äquivalent zur Beta, bedeutet oben rechts einfach klicken, der kann sich dann so gesehen die ersten Folgen zu The Crew 2 noch anschauen, wen es interessiert. Wir machen jetzt quasi direkt weiter, oben rechts steht schon der Rang populär und wir können uns jetzt eine neue Kategorie anschauen bzw. dort auch direkt was einkaufen, wenn wir wollen. Und zwar Street Race kennt ihr ja schon. Vielleicht jetzt nicht mit der Dodge Viper, aber mit unserem Audi TT RS. Da habe ich mir jetzt einen Ford Mustang abwechslungsweise geholt. Drift gibt es da noch. Und da, das ist unsere neue Kategorie, können wir einkaufen. Oder uns eben ein Fahrzeug raussuchen. Wir haben bereits den guten Mazda RX-7 in der Drift Edition, der gehört uns schon. Es gibt hier aber auch noch andere Fahrzeuge, die man nehmen könnte. Da hätten wir auch noch genug Geld dafür. Zum Beispiel ein sehr, sehr schicker Shelby GT500 von 1967. Wir haben aber auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel andere Fahrzeuge zu nehmen. Wir werden es jetzt erst einmal bei dem guten Mazda belassen. Einfach nur, weil ich ein bisschen Geld sparen muss in dem Spiel, damit wir auch später mal die anderen Kategorien gut starten können quasi. Deswegen werden wir jetzt dabei das Ganze belassen und gehen direkt zum Rennen. So, dann suchen wir uns eins mal raus. Also wir haben ja auf jeden Fall ein Drift-Event. Das Charity-Event. Ich würde sagen, das nehmen wir doch direkt. Wir sind doch so Wohltäter natürlich. Übrigens, der Mercedes AMG GTS, von mir auch leicht umgebaut, ist auch am Start. Statt unserem TTRS haben wir den noch zusätzlich aus der, ja so ein bisschen aus diesem Ubisoft Club Point Event und auch weil ich The Crew 1 schon habe und so weiter und so fort, kriegt man da ein, zwei, ja, man könnte schon fast sagen, Geschenke. So, und da ist unser RX-7. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. Heute erwartet uns ein Wohltätigkeitsrennen. Ich habe viele Strippen gezogen, um es möglich zu machen, aber es musste sein. Viele Leute misstrauen uns. Es wird Zeit, ihnen zu zeigen, dass wir mehr als Outlaws sind und uns ein bisschen gute Publicity zu verschaffen. Das kann nie schaden, weißt du? Ah, und das Rennen. Es geht durch den ganzen Hafen. Frachtschiffe eingeschlossen. Pass auf, dass du nicht über Bord gehst. Das tut weh. Wenn du baden willst, gibt's bessere Methoden. Und da sind wir schon. Ich bin gespannt, wie das Driften hier funktioniert. Ich habe noch keine Ahnung. Okay, der lässt sich fahren wie ein Schiff, der gute Mazda. Was natürlich Sinn und Zweck ist, des Ganzen. Okay, hallo, guten Tag, Wand. Schön, Sie kennenzulernen. Okay, das ist noch gewöhnungsbedürftig. Also der fährt wirklich sehr, sehr, ja, driftig. Da muss ich mich jetzt erstmal reinfinden. Ich spiele natürlich mit Lenkrad. Viele fragen ja immer, mit was ich spiele. Mit einem Fanatec GT2 Wheel EU. Schon seit 6 Jahren spiele ich mit dem Lenkrad. Wow. Deswegen bin ich immer noch damit unterwegs und den Fanatec Clubsport Pedals V3. Wow. Okay, ja. So geht schon ganz gut. Wenn ich nicht zu schnell bin, dann kriegt man es schon eher hin. Also dann ist es relativ einfach. Aber ja, daran hakt es ab und zu. Wenn man dann in die Kurven, an Kurvenausgang kommt quasi. Oh. Eieiei. So, beim Showfahren geht es natürlich darum, möglichst viele Punkte zu kriegen. Nicht irgendwie das in einer möglichst guten Zeit hinzukriegen, sondern hauptsächlich viele Punkte. Und unser Ziel sind 10.000 Punkte, wie scheint. Ja, das war ein schöner Drift. Sehr schöner Drift, wie ich fand. Ja, sehr gut. Wir haben die Aufgabe schon erfüllt. Noch 10 Sekunden. Na komm. Ja. Sehr schön. Funktioniert. Okay, da war der Mast. Aber 18.066 Punkte fürs erste Mal. Doch gar nicht mal so schlecht, oder? So, und da steigen wir wieder in der Popularität. Bis zum Rang berühmt später. Dann gibt es, glaube ich, noch den Rang Kult. Soweit ich weiß, was ja auch nicht schlecht ist, wo man dann noch mehr freischaltet.
Die Leute halten uns für Kriminelle, weil wir auf der Straße Rennen fahren. Aber das stimmt nicht. Es geht um mehr. Wir lieben das, was wir tun und wollen den nächsten Schritt gehen. Legal werden. Wandel ist nicht einfach, aber notwendig. Der Trick dabei, möglichst alle ins Boot zu holen. Es geht um die Zukunft, verstehst du? Fragt sich nur, welche Richtung wir einschlagen. Touring Car ist die nächste Sache, die wir freigeschaltet haben mit unserem Rang Populär, jetzt quasi. Also man hat hier unter anderem dadurch auch ganz neue Zugänge bei den verschiedensten Stationen. So, da hätten wir zum Beispiel den Mercedes AMG GT3 für 294.000 Bucks. Wir haben aber nur 230.000, von dem her kann es der schon mal nicht werden. Da aber alle in der Preisklasse ungefähr sind, ich glaube, da wird keiner sein, der viel günstiger ist, müssen wir erst darauf hinarbeiten. Das ist quasi unser nächstes Ziel. Ah, es wird hier billiger, immer billiger, immer billiger. Je weiter wir nach links gehen, da hätten wir sogar jemanden, den Mini Cooper S, den wir uns leisten könnten. Ein Fahrzeug. Ansonsten das, ja, den Nissan würden wir auch nicht ganz schaffen. Ich würde sagen, wir schauen erst mal in einer anderen Kategorie. Es gibt ja jetzt noch eine. Und zwar bei dem Luft-HQ. Da schauen wir jetzt mal vorbei. So, da gehen wir einfach nochmal zurück. Schauen hier. Offroad, genau, Offroad haben wir auch eine. Da müssten wir jetzt zum Motocross kommen, glaube ich, ne? Neue Disziplin und Motocross. Ja, sehr schön. Da wird es nicht so teuer sein, denke ich, weil die Motocross sind Motorräder. Motorräder sind bekanntlich ziemlich preiswert. Und nebenher nehmen wir mal da eins, hätte ich gesagt. So, da hätten wir eine KTM 450 XC, eine 450 F, eine Z450 und eine EXC Red Bull Edition. Und da sieht man direkt, die sind schon in der Leistungsstufe auf demselben Niveau. Also werden wir hier die einfach nehmen, hätte ich gesagt. Ja, aber 80.000 ist auch nicht gerade billig, hä? Puh. Dafür, dass der GT3 290 gekostet hätte. Gut, dadurch kriegen wir jetzt natürlich neue Aktivitäten. Sehr schön. Gut, aber ich glaube, da haben wir auch noch eine neue Disziplin. Jet Sprint. Okay. Sehr cool. Da bin ich immer gespannt. Beim Jet Sprint, was es da gibt. Ah, da sehen wir direkt mal einen anderen Online-Spieler. So, wir können uns jetzt hier anscheinend mit dem da dann vergnügen. Das sieht ja lustig aus. Okay, da können wir auch die verschiedenen Varianten wählen. Die haben sogar unterschiedliche Stufen, sehe ich gerade. Den haben wir schon. Okay, wir haben schon einen. Wahrscheinlich auch durch die Deluxe Edition oder eben durch The Crew 1 Erfolge. Je nachdem. Dann hätte ich gesagt, machen wir mal mit der Extreme Series Episode 2 weiter. Also das, wo wir alle drei Sachen miteinander vereinen, quasi. So. Ja, jetzt haben wir direkt hier das Motorrad. Auf geht's. Zu unserem AMG GT geht's erstmal. Und ich bin schon gespannt, wo das Ganze jetzt stattfinden wird. Und natürlich, wie das jetzt sein wird mit dieser... mit diesem Wechsel. Willkommen an der Golfküste, wo wir uns für die zweite Etappe der Live Extreme Tour bereit machen. Letztes Mal haben wir die Straßen der Stadt unsicher gemacht und auch diesmal wird es verdammt wild. Da sind wir auch schon mit unserem AMG GT. Leicht aufgetunt. Was ich ganz gut finde. Und wir sollen das Rennen gewinnen. Nichts leichter als das, hätte ich gesagt. So, auf geht's. Und ihr habt ja fleißig
das Thema der Crew 2 verfolgt auf meinem Kanal und deswegen habe ich auch am Ende des letzten der Crew 2 Videos, das online kam, eine Umfrage gemacht, was ihr so von dem The Crew haltet, und viele von euch waren positiv überrascht über das Spiel und ich persönlich auch. Boah, okay. Ja, das muss natürlich dazugehören, kleiner Dreher, sonst wäre es zu einfach. Ist noch ein etwas längeres Rennen jetzt, klar, weil wir ja natürlich die Fahrzeuge wechseln. Aber ich muss sagen, ich bin auch positiv überrascht. Aber mal schauen, was uns alles erwarten wird. Wir haben natürlich noch fast nichts gesehen, glaube ich. Da wird noch einiges kommen. Hier zeigen sich die Fahrer von ihrer besten Seite, denn sie müssen alles geben. Das wird ein echter Gladiatorenkampf da draußen. Leicht am Offroaden hier. Eieiei, Zuschauer, mach Platz da. Eieiei, du. So. Also ich fand den TTRS viel leichter zu steuern quasi, den wir in der Beta hatten, aber man muss sich auch hier an die neuen Sachen gewöhnen. Ja, und das war zu viel gelenkt. Kann man einen Fahrer, aber das geht so ja. An die Spitze katapultiert, noch Herausforderer nennen? Ich weiß es nicht. Sag's mir. Ah ja. Schon besser, schon besser. Ich versuche mich daran zu gewöhnen. Was ich auch ganz cool finde, man kann jetzt hier in dem neuen The Crew 2 seine Lenkrad-Einstellungen und auch wie es lenkt, also die Linearität und alles, auch den Totwinkelbereich und so weiter, genauestens einstellen und auf seine Anforderungen anpassen quasi. Es wird Zeit, die Disziplin zu wechseln. Fliegender Wechsel. Wortwörtlich. Gut, jetzt geht's ins Wasser. Ah, da springen wir drüber. So. Diese Sprungschanzen verlangsamen einen zwar, aber man müsste sonst außen rumfahren. Ich glaube, da ist das Drüberfahren fast schon noch schlauer. Und jetzt geht es über die Rampe ab in dieses herrlich blaue Wasser. Bei Live seht ihr Rennen, wie sie sonst keiner zeigt. Wer hier nicht mithalten kann, bleibt auf der Strecke. Die Fahrer haben nur einen Versuch, um an die Spitze zu kommen. Ja, es wird wahrscheinlich immer extremer auch. Hier wird es jetzt immer enger. Also ich denke mal, die Extreme Series Episode 3 und 4 wird dann auch noch schwerer und ich glaube, dann werden auch die neuen Disziplinen, mit reingebracht quasi. Also wenn es jetzt dann darum geht, Touring Car oder andere Sachen noch zu implementieren. Wow, okay, da sind wir auf Land gelaufen. Im Wasser Akzente zu setzen. Im Wasser, ja, oder auf Land, je nachdem, wie man es bevorzugt halt, ne? So, 71%, nicht mehr lang, glaube ich. Ich glaube, gleich müsste die Luft-Challenge kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Wow. Wahrscheinlich wieder mit einem Sprung, oder? Machen wir uns jetzt die oder Motocross. Okay, dann versuche ich jetzt mal mit Lenkrad hier Motocross zu fahren. Wir sind jetzt im letzten Abschnitt des Rennens. Hier entscheiden die Fahrer, ob sie auf der Straße bleiben oder lieber den sumpfigen Weg nehmen. Sumpfigen Weg, bitte. Das zeichnet doch Offroad aus, dass man sich seine Wege selber sucht, oder? Finde ich schon. Na komm. Und die gute KTM hier schafft nicht mehr als 180, 190 circa. Und jetzt hier im sumpfigen Gebiet um die 160. Also das ist komplett neu, finde ich, bei der Crew. Mit dem Sumpf, das gab es in der Crew 1 so nicht. Finde ich aber gar nicht mehr so schlecht. Und wie ich gesehen habe, wechselt auch im Freeride, also in der Open World Gegend, das Ganze mit Winter und die Wetterverhältnisse ab, quasi. Also auch generell, nicht nur in bestimmten Gebieten. Das macht das Ganze natürlich auch noch interessanter, noch spannender. Und vielseitiger natürlich.
So, wo müssen wir hin? Okay, da ist das Ziel. Da geht's wieder auf die Straße. Ja. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Dieses Mal ging es gar nicht in die Luft. Danke, dass ihr euch das zweite Rennen der Live Extreme Series angesehen habt. Folgt uns in den sozialen Medien. Aus New Orleans vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Folgt uns in den sozialen Medien. So, erster, gewinne das Rennen, haben wir gemacht. War jetzt aber auch gerade nicht unbedingt sehr schwer. Ne? Gut, sehr schön. Da sind unsere Belohnungen, die sammeln wir natürlich sofort ein. Zack. Da gibt es wieder Teile. So, und da sind wir wieder im freien Fahren, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, können wir uns ja noch vom Jet Sprint eine Kategorie anschauen, oder? Das müsste doch hier noch irgendwo geben. Ah, da. Las Vegas Waterway Jet Sprint. Die will ich mir auf jeden Fall noch anschauen, die Kategorie in dem Video. Da bin ich selber gespannt, weil ich glaube, das ist ja jetzt mit so... Ja. Was ist das? Ist das Drag Racing für Boote? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Da bin ich gespannt jetzt. Es heißt, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Aber wir haben dort ein Rennen vor uns und jeder wird davon erfahren. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Nur Kanäle, Becken. Und vielleicht unterwegs noch ein paar Schwimmbäder. Warum nicht? Das ist ganz groß. Es ist das erste Rennen hier. Ein Bootsrennen mitten in der Wüste. Die Idee ist verrückt, aber genau deshalb funktioniert es. Und als nächstes machen sie ein Flugrennen auf dem Strip. Nee, das wird es nicht geben. Okay, wahrscheinlich übermotorisierte Boote, die sich gegenseitig ein Rennen liefern, die kleiner sind und deswegen in so kleinen Kanälen langfahren. Schätze ich mal. Wow, okay, die gehen schon ab. Für die Größe hier des Beckens, okay, die sind auch deutlich wendiger als die Powerboote. Achtung, ich muss mal durch, bitte. Okay, ja, das wird sein. In viel, viel engeren Becken entlang fahren ist also Jet Sprint mit wendigeren Booten. Boah, heftig. Apropos, verrätst du mir, warum wir ein Bootsrennen in der Wüste veranstalten? Ist auch das einzige Wasser, was es hier wahrscheinlich gibt. In der Wüste. In Las Vegas. Wow. Eieiei. Da muss man sich echt erstmal dran gewöhnen an das Ganze. Also, dass man durch so enge Ecken zirkulieren muss. So. Wow. So, hier jetzt den nicht mehr anhauen. Vorsichtig, links, rechts hier. Wow. Rechts. Wieder Vollgas. Man kann gar nicht die schöne Kulisse betrachten, weil man voll konzentriert sein muss. Boah. Okay, also es lässt sich deutlich besser lenken. Jetzt wird es Zeit, wenn man nicht, vollen Einsatz zu bringen. Wenn man nicht die Vollspeed-Taste drückt quasi. Aber ja, habe ich beim Powerball-Rennen auch immer gemacht. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Bereit machen fürs letzte Quäntchen und voll Nitro Power geben hier und das Ziel. Perfekt. Ja. Finde ich gar nicht mehr so schlecht, die Kategorie. Im Vergleich zu den Powerboats. Ist ein bisschen kniffliger, wie ich finde. Sehr schön. Bei uns ist Do-It-Yourself angesagt. Was du machen willst, gibt es noch nicht? Dann erfinde es, tune es, teste es. Und wenn keiner hinguckt, bam, lass es los. Genau, wir müssen die Menge und die Piloten bei Laune halten. Wir müssen immer etwas Neues finden. Etwas, das hängen bleibt, um allen zu sagen, bleibt dran und seht, was als nächstes kommt. Okay, alles klar. Holen wir unsere Beute noch ab, hätte ich gesagt.
Beute will ich haben. Fotoaufgaben gibt es auch hier in der Nähe. Mal schauen. Können wir uns ja vielleicht im nächsten Video mal anschauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen natürlich weiter mit dem Thema The Crew 2. Bleibt dran. Gerne auch abonnieren, falls ihr weiterhin The Crew 2 folgen wollt. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.